Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn man das Vergnügen hat, über mehrere Jahre hinweg eine bestimmte Berichterstattung zu betreuen, dann schaut man sich in der Vorbereitung seiner Plenarrede natürlich auch mal an, was haben wir denn letztes Jahr so zu diesem Thema erzählt. Und um zur Abwechslung mal den Redner selbst zu zitieren, bezogen auf das Arbeitsprogramm der Kommission 2014 und Vorjahre, finden sich Formulierungen wie, da hat wohl jemand oder viele jemands all das aufgeschrieben, was einem zur Regulierung noch einfällt, oder man gewinnt den Eindruck, da ist nicht für die nächsten 12 Monate geplant worden, sondern für die nächsten 12 Jahre und das auch nur abarbeitbar unter der Voraussetzung, dass wir Wochenend und Feiertage durcharbeiten und des Nächtens dann nur das Allernötigste schlafen. Insofern ist die Bezeichnung der Untertitel »Ein neuer Start« für das Arbeitsprogramm der Kommission 2015 unter Jean-Claude Juncker durchaus berechtigt. Und es hebt sich wohltuend von den Vorgängerentwürfen aus den Jahren 2014 und davor ab. Es ist teilweise auch erstaunlich konkret, so kurz es gehalten ist, etwa im Bereich Finanzen und Steuern, Stichwort Finanztransaktionssteuer und den richtigen Schlüssen aus der Finanz- und Bankenkrise 2008 fortfolgende. Es ist allerdings auch an einigen Stellen ein bisschen schwammig. Ich sage mal, etwa zum Bereich Integration, Migration hätte man sich das an einigen Stellen vielleicht etwas konkreter gewünscht, was nicht zwangsläufig gleich zu neuen gesetzgeberischen Vorstößen führen muss, sondern etwa, und wir haben das gestern im Ausschuss schon andiskutiert, auch die Frage verstärkt in den Blick genommen hätte, gibt es denn dann bei schon bestehenden Regelungen, ich nenne als Stichwort Schengen, Dublin und das Schengen-Informationssystem noch einen Optimierungsbedarf, was den Vollzug vorhandener Regeln angeht. Das wäre durchaus ein Thema, dem sich die Kommission in den nächsten Monaten widmen könnte und widmen sollte. Meine Damen und Herren, wir kennen aus dem Deutschen Bundestag das Prinzip der Diskontinuität, was ins Deutsche übersetzt einfach heißt, was bis zum Ende der Legislaturperiode nicht abgearbeitet ist, klopfen wir in die Tonne. Das hat sich in den vielen Jahren, in denen es den Deutschen Bundestag gibt, als Arbeitsprinzip durchaus bewährt. Die Europäische Kommission ist noch nicht ganz so weit. Aber ich will durchaus anerkennen, dass Jean-Claude Juncker sich wenigstens dem Vorhaben gestellt hat, mit Blick auf das, was die Barroso-Kommission übrig gelassen hat, einen Strich zu tun und zu sagen, diese Projekte verfolgen wir weiter und eine ganze Reihe von Projekten, über 80 an der Zahl, verfolgen wir nicht weiter, weil sie aus den unterschiedlichen Gründen uns nicht sinnvoll erscheinen. Und insofern ist es mindestens ein deutlicher Fortschritt gegenüber dem, was wir in der Vergangenheit hatten. Es ist verschiedentlich von den Vorrednern und Vorrednern das Thema Entbürokratisierung angesprochen worden. Jetzt hatten wir einen nicht unprominenten Deutschen, der auf diesem Sektor unterwegs war. Edmund Stoiber auch nicht ganz unerfolgreich. Allerdings gehört zur Ehrlichkeit auch dazu, dass wir feststellen, dass vielleicht manches, was er sich beim Thema Entbürokratisierung vorgestellt hat, sich in der Praxis als nicht so einfach erwiesen hat. Das gehört auch dazu. Aber, meine Damen und Herren, es gehört unter den Bereich Stilblüten, was ich Ihnen jetzt vortrage. Zitat. Die Kommission wird ein Instrumentarium für eine bessere Rechtsetzung, Klammer auf, insbesondere die Evaluierung, die Folgenabschätzungen und die öffentlichen Konsultationen, Klammer zu, verbessern und einen weiteren Katalog neuer Maßnahmen im Rahmen ihrer regulatorischen Eignungs- und Leistungsprogramms erarbeiten. Alle Organe müssen sich den Grundsatz der besseren Rechtsetzung zu eigen machen, wenn wir den Gesetzgebungsprozess auf der EU-Ebene effizienter gestalten wollen. Daher wird die Kommission eine neue interinstitutionelle Vereinbarung über eine bessere Rechtsetzung vorschlagen. Meine Damen und Herren, wer hat es begriffen? Das Echo ist überschaubar. Ich habe nichts anderes erwartet. Darin verbirgt sich das Vorhaben, die Arbeit effizienter und unbürokratischer zu gestalten. Ich sage nicht nur an die Arbeit der Kommission oder an die Adresse der Kommission, sondern nehme die eigene Bundesregierung da auch nicht aus. Kinder, macht es einfach einfacher. Wenn schon bei der Beschreibung des Vorhabens die Schwierigkeit darin liegt, dass den Bürgerinnen und Bürgern erklärt wird, und zwar so, dass sie es auch verstehen, was man da vorhat, dann wird es unterm Strich etwas schwierig. Und deswegen sage ich, wenn Entbürokratisierung, dann macht es wirklich einfacher und schreibt nicht nur so drüber, dass es niemand versteht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Gibt es darüber hinaus eine Botschaft, die wir der Europäischen Kommission auf den nächsten 12 Monaten mitgeben möchten? Ich sage ja. Meine persönliche Botschaft, sicher auch im Namen der Fraktion, ist die folgende. Ich glaube, dass 2015 insbesondere bei einem Thema ein entscheidendes für die Arbeit der Kommission wird, und das ist das Thema
Stabilitäts- und Wachstumspakt. Es gibt aus dem vorletzten Jahr eine schöne Übersicht der Europäischen Kommission in Zusammenarbeit mit Eurostat, wer in den vergangenen über 10 Jahren die Vorgaben des Stabilitätspaktes eingehalten hat und wer nicht. Mit Verlaub, wir als Bundesrepublik Deutschland haben uns auch nicht in all den Jahren mit Ruhm bekleckert. Das muss man der Ehrlichkeit halber dazu sagen. Aber die Mehrzahl in dieser Übersicht ist eher orange und eher rot und die Minderzahl ist eher grün. Und das ist ein Zeichen, dass wenn wir dauerhaft Vertrauen in den Währung, in die Währung, in den Euro erhalten bzw. stärken wollen, dann dürfen wir die Stabilitätskriterien nicht nur etwas als etwas betrachten, was irgendjemand auf ein Stück Papier geschrieben hat und was der beliebigen Flexibilisierung unterliegt, sondern dann muss das etwas sein, was für die Zukunft gilt, und zwar egal, um wen es gilt. Ich sage das nicht nur mit Blick auf Griechenland, sondern mit Blick auf das ein oder andere Mitgliedsland der Europäischen Union, mit dem wir gelegentlich diese Frage im laufenden Jahr 2015 noch diskutieren müssen. Es ist eine entscheidende Frage für den Erhalt und für das Stärken der Vertrauen in unsere Währung. Und wenn wir an dieser Stelle wackeln, meine Damen und Herren, dann werden wir am Ende der Debatte zur Kenntnis nehmen müssen, dass wir nicht nur das Vertrauen in die Währung nachhaltig beschädigt haben, sondern dass wir auch einen nachhaltigen Beitrag dazu geleistet haben, dass die Währung per se beschädigt ist. Und das kann in keinem Interesse sein, weder in unserem Interesse als Bundesrepublik Deutschland noch im Interesse der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und deswegen die herzliche Bitte sowohl an die Europäische Kommission als auch an die Bundesregierung und das Hohe Haus, bei diesem Punkt Sorgfalt walten zu lassen in den nächsten 12 Monaten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Für die Linke hat jetzt André Humpe das Wort.